Derby in Grunewald. Der Tabellenfünfte LTTC Rot-Weiß empfängt den Zweiten der Liga, den TC Blau-Weiß. Bisher lief es für die Damen von Rot-Weiß nicht so rund, nur eins von fünf Spielen konnte gewonnen werden. Ganz anders hingegen bei den Damen des TC Blau-Weiß, die in vier von fünf Begegnungen siegreich blieben und hier klare Favoriten sind. Ich habe mich da schon als Favoriten gesehen und war mir auch wichtig, dass ich das Spiel gewinne, und der ist auch alles nach Plan verlaufen. Alles nach deren Plan gelaufen, denn die Gäste geben sich in den ersten drei Einzelspielen kaum eine Blöße. Marina Melnikova siegt glatt in zwei Sätzen gegen Annika Stabel. Und auch hier triumphiert Blau-Weiß. Einzig die Blau-Weiß-Spielerinnen Sina Göllner-Schreiber und Anna Klaassen können ihre Spiele nicht gewinnen. Zu 2 die Führung für Blau-Weiß nach den Einzeln. Ich glaube schon, dass wir leicht favorisiert waren heute, bevor wir ins Spiel gegangen sind. Und so letztendlich jetzt, dass den Spielstand nach den Einzeln auch wiedergibt. Jetzt steht es 4-2. Hoffen wir mal, dass wir es nach Hause bringen. So gut wie es für Blau-Weiß begonnen hat, geht es auch weiter. Die Damen von Rot-Weiß hätten für einen Sieg jetzt schon alle drei Doppelspiele gewinnen müssen. Eine Herkulesaufgabe gegen die doppelstarken Blau-Weiß-Damen. Die können dann auch noch 2 weitere Matchpunkte für sich verbuchen und gehen somit mit einem Endstand von 6-3 vom Platz. Relativ viel Verletzte zu kompensieren gehabt und haben aber eine super Mannschaft, sodass wir eigentlich ständig auf jemanden zurückgreifen konnten und so gesehen immer mit der gleichen oder vielleicht sogar etwas besseren Besetzung spielen konnten. Also war eigentlich im Großen und Ganzen wirklich eine gute Saison für uns. Super Saison für die Blau-Weiß-Damen, die Liga hinter den Aufsteigerinnen aus Essen auf Platz 2 beenden. LTTC Rot-Weiß reicht es leider nur für Platz 6 und damit nicht zum Klassenerhalt.